Episode 9, Thilo Sarrazin. Er wird im Februar 1945 als Sohn eines Arztes und einer westpreußischen Gutsbesitzertochter und Bildhauerin in Gera geboren. Das Chaos der alten Welt umschlingt die Ordnung des jungen Lebens. Im Bombenhagel der Alliierten flüchtet der kleine Thilo mit seiner Mutter in einem britischen Militärlaster nach Recklinghausen. Er kommt bei Verwandten unter. Privilegiert, aber 9 Menschen auf 4 Zimmern. Das wird eng und laut, sodass es ihn zur Straße zieht. In kurzen Hosen und auf Stricksocken oder Holzroller bei Wind und Wetter inmitten von Schutt und Asche. Die Zahnlückenarchitektur habe schon damals seinem ausgeprägten Ordnungssinn widersprochen, folgt man seiner Ich-Erzählung. Seine Mutter prägt sein fiskalisches Vorbewusstsein. Sie streicht ihm einmal für 2 Jahre das Taschengeld von 50 Pfennig, weil Thilo es ablehnt, über seine Ausgaben Buch zu führen. Kurz nach Beginn des ersten Schuljahres erkrankt Thilo an Scharlach und muss 8 Wochen das Bett hüten. In einem Haus, das weder Radio noch Fernsehen besitzt. Die entsetzliche Langeweile treibt ihn in die Anfangsgründe des Buchstabierens. Er starrt auf das Meer aus Tinte, lang genug, um Segel zu setzen, auf das er hinaustreibe in ferne Geisteswelten. Während andere Kinder dem Ball aus Spaß an der Freude nachjagen, jagt Thilo europäische Klassiker. Im Unterricht schaltet er die Ohren auf Durchzug. Deutsch und Erdkunde unnötig. Musik 4, Mathematik 5. Ehrenrunde in der 8. Klasse. Er sei psychisch dafür nicht ausgestattet gewesen. Er sei lieber eigenen Wegen gefolgt. Ausrede oder Ausflucht. Jedenfalls sorgt die Tatsache für eine narzisstische Kränkung seines Selbstbildes, dass er nicht zu den Besten gehört. Dann Gymnasium, Petrinum, altsprachlich, Latein, Hebräisch, Griechisch, Abischnitt 3,3. Genug der Mittelmäßigkeit. Nach seinem Wehrdienst will der junge Sarrazin zunächst Geschichte studieren oder Fotograf werden. Aber dann erwächst in ihm die Sehnsucht nach Erkenntnis, Einordnung, Bändigung der Welt. Ihre messbare Seite wird seine neue Heimat. Käsekästchen, Zahlensalate und Tortendiagramme werden zu seiner Leibspeise. Er studiert Volkswirtschaftslehre in Bonn, Promotion mit zweithöchster Note Magna Cum Laude. Fast ohne Brüche macht Sarrazin Karriere. Bundesministerien, Finanzstaatssekretär, Bahnvorstand, Finanzsenator in Berlin und Bundesbankvorstand. Provokante Thesen über Migranten, Rentner und Hartz-IV-Empfänger machen ihn schon vor der Veröffentlichung seines Buches Deutschland schafft sich ab 2010 populär. Mit seinen Buchthesen macht er Millionen. 650.000 hassen mich, 50.000 kaufen mein Buch. Das ganze Land ist tief gespalten zwischen Jubelarien, Empörungswellen und Trauermärschen. In Interviews warnt Sarrazin vor einer Eurokatastrophe, einer Überfremdung, einer muslimischen Ein- und Unterwanderung oder vor einem Aussterben der Intelligenten. Laut seinen Bekannten und ehemaligen Kollegen sei Sarrazin ein Autist. Ein Besserwisser, ein ultranüchterner Statistikfanatiker. Für den Mainstream ist er arrogant, verletzend, beleidigend. Ein alter, reicher, geldgieriger Rentner, ein Freak, ein Menschenfeind, ein Untergangsprophet. Das Ende ist nah. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Das habe ich nicht gesagt. Einiges war richtig, einiges war auch falsch. Das habe ich jetzt nicht korrigiert. Also Zweite Weltkrieg war am 8. Mai zu Ende. Ende Mai 1945, da fielen aber keine Bomben mehr. Da schien die Sonne, ja, mich abholte aus Thüringen. Und so kam ich nach Recklinghausen. Das können Sie vielleicht dann noch korrigieren. Darf ich fragen, könnten wir Freunde werden? Hey Leute, gleich geht's weiter. Ich möchte euch kurz den Sponsor für dieses Video vorstellen, NordVPN. NordVPN ändert deine IP-Adresse, schützt deine Daten und sichert deine Privatsphäre. Damit sind deine Internetdaten vor Kriminellen und vor Überwachung geschützt. Außerdem kannst du lästige Werbung und Viren blockieren. NordVPN funktioniert auf Android, iPhone, Windows, einfach überall auf 6 Geräten gleichzeitig. Deine Daten werden dabei nicht gespeichert und es ist super einfach. Mit einem Klick kannst du dich weltweit mit 5400 Servern verbinden, ohne langsamer zu surfen. Du kannst auch das Geoblocking umgehen und damit streamen, was du willst. Wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst, nordvpn.com/grenzganger, ja mit A, nicht mit Ä, dann erhältst du einen zusätzlichen Monat zum 2-Jahres-Paket
für nur 2,77 Euro monatlich. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann kannst du innerhalb von 30 Tagen dein Geld zurückverlangen. Ich nutze NordVPN auf meinem Smartphone und auf meinem Laptop und ich kann euch nur empfehlen, dasselbe zu tun. Darf ich fragen, könnten wir Freunde werden? Ja, ich sehe jetzt im Augenblick da keinen Grund dagegen. Sie haben einen interessanten Lebenslauf. Sie denken über die Dinge nach. Wir könnten keine Freunde werden, wenn ich entdecken würde, dass Sie schlecht über mich reden oder dass Sie zu mir nicht ehrlich sind. Ist es für Sie ein Hindernis, dass ich Muslim bin? Nein, überhaupt nicht. Es wäre für mich ebenfalls kein Hindernis, wenn Sie Christ wären oder Atheist oder wenn Sie jüdischen Glaubens wären. Der Glaube als solcher ist ja von der Persönlichkeit der Individuums weitgehend unabhängig. Also Glaube ist immer dann ein Problem, wenn er der Kollektive in eine bestimmte Richtung beflügelt oder wenn er dazu führt, dass sich ein Mensch in die eine oder andere Richtung fanatisiert. Das ist immer das Gefährliche. Und wenn ich sagen würde, für mich ist der Islam die beste Religion? Ja, dann würde ich sagen, das ist okay. Ich bin in einer Klasse aufgewachsen, wo ich einen katholischen Priester als der Klassenlehrer hatte. Und außer einem weiteren Klassenkameraden alle katholisch waren. Ich hatte damit also nie ein Problem. Ich habe schon damals, ohne dass ich das bemerkte, unbewusst meine atheistischen Neigungen gepflegt. Aber können Sie verstehen, dass es vielleicht für mich ein Hindernis ist, wenn ich Thesen von Ihnen höre? Ja, also immerhin haben Sie ja angabegemäß meine Bücher gelesen und auch das gelesen, was ich zum Islam geschrieben habe. Und dann wissen Sie ja auch, wenn Sie es gelesen haben, dass ich ja religionssoziologisch und historisch argumentiere, sodass niemand Einzelner praktisch Aussagen, die ich da treffe, die statistischen Charakter haben, auf sich selbst beziehen kann. Umgekehrt kenne ich ja eine Reihe von der muslimischen Autoren, die durchaus das, was ich sage, in vieler Hinsicht unterstützen. Und mit denen mich auch durchaus da fruchtbare Diskussionen verbunden haben. Also aus der Religion selber kann man gar nichts ableiten, weil auch, ich glaube, die Zahl der Menschen, die da keine guten Menschen sind oder die nicht ehrlich sind oder die opportunistisch sind, die finden Sie bei Menschen ganz ohne Religion und das finden Sie auch in allen Religionen. Insofern muss man sich immer mit dem Einzelnen auseinandersetzen. So wie Sie es gerade differenziert haben, können Sie sich vorstellen, dass wie es aufgefasst wurde, wie es auch sozusagen Ihre Thesen auch weiter verbreitet wurden, dass sich Menschen dadurch verletzt fühlen, die gerade auf dem Weg nach oben sind, sage ich mal? Also erst einmal kann ich sicher sagen, dass die meisten Menschen muslimischen Glaubens, die in Deutschland leben, ein Buch von mir niemals aufgeschlagen haben, sondern allenfalls leben sie davon, was der türkische Bund sagt oder was ein islamischer Verband sagt. Die haben meine Bücher nicht gelesen. Ich stelle aber fest, dass die Muslime, die meine Bücher gelesen haben, dass man dort vernünftig miteinander reden kann. Also das heißt, diese Verletzung, woher soll die Verletzung kommen? Es ist ja nun mal eine Tatsache, dass die Schüler
jetzt in Berlin mit also mit der muslimischen Migrationshintergrund letztlich in der akademischen Leistung eher unten stehen. So, und dies ist ja nun mal jetzt ein Faktum. Und wir sehen jetzt, dass die Ukrainer, die jetzt kommen als der Flüchtlingskinder... Es gibt viele Erklärungen dafür. Es gibt ist eine ganz andere Fluchterfahrung, die dahinter steckt. Ein ganz anderes Aussehen, mit dem dann hier ankommt. Eine ganz andere Sprachfamilie. Nein, die haben dieselben Startvoraussetzungen, denn sie wachsen auf hier. Aber leben an ganz anderen Orten. Und jetzt kann sich jemand ja nicht verletzt worden, dass er in der Schule so ist, wie er ist. Sie haben vorhin meine, ja, Sie haben ja. vorhin meine, Sie haben vorhin meine der Schulnoten zitiert. Ja. Ich war über weite Strecken ein mäßiger Schüler, richtig. Letztlich habe ich daraus irgendwann da die Konsequenzen gezogen. Ich habe das ja auch dann verschiedentlich geschildert, wie ich dann gemerkt hatte, im Alter von 16 Jahren, dass die also Zuwendung zum Stoff und zur Sache auch die eigene Leistung verbessert. Das heißt, es ist auch eine Frage, man muss die richtigen Einstellungen gewinnen, und daraus ergibt sich dann vieles. Das ist auch der Punkt, an dem die islamische Welt insgesamt arbeiten muss, denn es ist ja leider auch ein Faktum, dass bis auf Indonesien und Malaysia, die nun auch vielen anderen kulturellen Einflüssen unterliegen, alle, und bis auf die Türkei, die teilweise auch auf gutem Wege ist, unabhängig von ihrem gegenwärtigen Diktator, eigentlich alle islamischen Länder also wirtschaftlich weit unter ihren Möglichkeiten bleiben, um es mal zurückhaltend auszudrücken, dass sie gleichzeitig auch alles noch Länder sind, die also keine funktionierende Demokratie haben, und dass es Länder sind, in denen Frauen im Wesentlichen nicht gleichberechtigt sind. Das kommt ja alles zusammen. Und wenn ich diesen engen Zusammenhang zwischen der religiösen Ausrichtung und der mangelhaften Gleichstellung der Frauen, ihrer teilweise Unterdrückung, einer der schlechten Bildungsleistung und einer unzureichenden Wirtschaftsleistung habe, dann muss ich ja ins Nachdenken kommen. Und ins Nachdenken müssen ja mal zuallererst die Muslime kommen. Also ich stimme Ihnen zu, dass es eine Krise gibt. Was halten Sie von einer anderen Sicht auf die Dinge? Das heißt, die Menschen haben sich vielleicht nicht so sehr mit der Lehre beschäftigt, weil es gibt viele Muslime, die sagen, also der Koran, der Prophet, ermahnen immer wieder die Gläubigen dazu, sich weiterzubilden, über die Natur nachzudenken. Zum Beispiel der erste muslimische Nobelpreisträger, Abdus Salam, der Physiker, hat gesagt, 750 Verse des Koran ermahnen den Menschen dazu, nachzudenken und weiterzugehen und zu studieren. Also ich kann Ihnen sagen, ich war jetzt nicht direkt von Ihnen verletzt oder durch Ihre Thesen, weil ich sie erstmal nicht so wirklich ernst genommen habe, als ich das Buch gelesen habe. Weil es wurden mir viel zu viele Faktoren rausgelassen, die so etwas bewirken können wie eine schlechtere Leistung. Also, richtig. Da gibt es sehr viel historische Faktoren auch. Kolonialisierung, es gibt Kriege und so weiter und so fort. Brauchen wir gar nicht alles aufmachen. Aber nur auf der emotionalen Ebene. Ich habe zum Beispiel heute von einem Freund gehört, mit dem ich darüber gesprochen habe. Sein Vater ist vor 40 Jahren nach Deutschland. Er hat hier vom ersten Tag an gearbeitet, Busse gewaschen, und dann studiert er, wird zum Ingenieur, bildet andere Migranten auch fort und hilft anderen sozusagen auch zum Beruf zu kommen. Und ja, für ihn war das einfach so, wie er ganz am Anfang das Problem hatte, sich hier anzupassen und also aufgenommen zu werden, als Kümmeltürke beschimpft zu werden, dass das dann ab dem Moment, wo dieses Buch populär wurde, wieder beschimpft wurde. Die Frage, ob sich in Sachfragen, ist die Frage mal zunächst wichtig, was ist die Wahrheit?
und was sind die kausalen Zusammenhänge? Die Frage, ob sich jemand da gekränkt fühlt oder nicht, oder ob der ein oder andere sich bestätigt fühlt, ist doch sekundär. Ich würde es mal gerne haben, dass wir letztlich mal türkische und arabische Elterninitiativen haben, die fragen, woher das denn kommt, dass ihre Kinder in den Schulen im Durchschnitt so viel schlechter abschneiden als andere Migrantengruppen. Ich würde mal haben, dass die muslimischen Verbände untersuchen, weshalb weißrussische, russische, ukrainische, der vietnamesische, der jüdische Kinder an den Schulen, die alle Migranten sind, so viel bessere Schulleistungen haben. Und mal in sich selbst reinschauen und was ist in ihrer Kultur, was sind die Faktoren, dass sie so schlecht abschneiden. Was glauben Sie, was es ist? Erst einmal ist es wichtig, dass man das sagt. Ich habe, dass man das der Faktum zur Kenntnis nimmt. Ich persönlich habe ja in feindliche Übernahme mit aller Vorsicht letztlich die kulturelle Prägung durch den Islam dafür verantwortlich gemacht. Diese Prägung hat eben schon über viele Jahrhunderte dazu geführt, dass man in islamischen Ländern sich nach der weniger dafür Naturwissenschaften interessiert. Aber das ist jetzt natürlich eine sehr momentane Sicht auf die Dinge. Also, völlig klar. Wenn wir weiter zurückgehen in der Geschichte, wird es auch andere Verhältnisse gegeben haben. Kann man jetzt endlos darüber diskutieren, genau. Und darüber sind Zehntausende von Seiten geschrieben worden. Die können wir jetzt nicht alle hier abhandeln. Genau. Das, was Sie gesagt haben, geschrieben haben, wurde oft als ungerecht bezeichnet. Was würden Sie als ungerecht bezeichnen? Ungerecht ist, wenn ein Schüler in der Klasse A für eine Leistung eine 5 bekommt und in der Klasse B für dieselbe Leistung eine 2 bekommt. Ungerecht ist, wenn man Kinder durch mangelhafte Anforderungen nicht dazu bringt, ihr gesamtes Potenzial voll zu entfalten. Das ist ungerecht für ihr ganzes Leben. Gab es irgendeine Kritik im Laufe der Jahre, die Sie zum Umdenken gebracht hat? Also jede Seite hat ja nur so und so viele Buchstaben. Jedes Buch hat so und so viele Seiten. Man kann nicht alles sagen. Und natürlich. Also Wein Deutschland schafft sich ab, vieles, was ich zum Islam gesagt habe, zwar nicht falsch, es war aber halt auch eben kurz. So, und deshalb habe ich, gerade weil der islamkritischen Teile auf da besonders viel Kritik stießen, habe ich mich ja dann in den Jahren danach mit dem Thema Islam und Muslime dann tiefergehend befasst. Und wenn Sie jetzt die Texte von Feindliche Übernahme und von Deutschland schafft sich ab, dann vergleichen, werden Sie das auch merken. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die Wahrheit ausgesprochen haben. Ist das richtig? Es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt zu jedem nur denkbaren Aspekt gibt es ganz viele unterschiedliche Wahrheiten. Das heißt, Sie müssen, gerade wenn Sie im Gesellschaftlichen und im Soziologischen unterwegs sind, müssen Sie immer die Ausgangsfrage betrachten. Und die Frage der Wahrheit können Sie nur in Bezug auf die Ausgangsfrage sehen. Und meine Ausgangsfrage war, woher kommen die Unterschiede in der Bildungsleistung, im Berufserfolg und in der Arbeitslosigkeit zwischen unterschiedlichen Gruppen von Migranten? Wenn Sie sagen, ja, es gibt nicht die Wahrheit.
ich muss immer die Ausgangsfragestellung nehmen und dann habe ich je nach Art der Fragestellung, habe ich dann durch Zahlen, Daten, Fakten einen gewissen Zugang zur Wahrheit und jede Erkenntnis ist da vorläufig und kann durch andere der bessere Erkenntnisse morgen ersetzt werden oder auch vielleicht ganz hinfällig werden. Also für Sie hat es einen großen Wert, das zu sagen, was man denkt? Ist das der Wert oder? Nein, es ist, wenn ich alles sagen würde, was ich denke, dann würden die meisten Menschen sicher beleidigt abwenden. Das geht ja überhaupt nicht. Kein vernünftiger Mensch sagt alles, was er denkt. Aber wenn ich ein Problem analysiere, muss ich, wenn ich zu mir selbst intellektuell ehrlich bin, schon das festhalten, was aus meiner Sicht die Ursache oder die Erklärung des Problems ist. Sonst sollte ich darauf verzichten, es zu analysieren. Aber Sie haben oft das gesagt, was Sie denken, also vor 2010, wenn ich mir so anschaue, welche Stellungnahmen von Ihnen kommen, als Finanzsenator, als Bundesbankvorstand, und dazwischen finden sich oft Entschuldigungen von Ihnen. Sie entschuldigen sich für Aussagen. Also Sie finden vielleicht zwei, dreimal eine Entschuldigung, sonst nichts. Das war immer dann, wenn ich mich objektiv in einer Formulierung vergriffen hatte, was aber selten der Fall war, oder wenn ich aus opportunistischen Gründen jetzt hier mal ein bisschen nachgeben müsste. Sie finden praktisch keine Entschuldigung von mir. Ich weiß nicht, müssen Sie mir welche zitieren? Ja, brauchen wir gar nicht näher darauf einzugehen. Also ich kann Ihnen sagen, also... War nicht meine Art, so. Ne? Als der neue Tugendterror rauskam, habe ich ein Interview mit Ihnen geführt, können Sie sich wahrscheinlich nicht erinnern, da kamen so viele Interviewanfragen. Aber ich kann mich erinnern, dass als Sie den Text zur Freigabe bekommen haben, sich selbst sehr hart zensiert haben. Da sind dann größere Passagen rausgeflogen. Ja, das, ich habe mir seitdem, also ich komme aus der Welt, wo ich ja politische Macht hatte. Und da konnte man die Texte jetzt frei redigieren. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das angelsächsische Prinzip, das, was ich sage, außer M und E und wenn ich mich in der Zahl vertan habe, weil sie mir gerade entfallen war. Also solche kann 1:1 da gesendet und gedruckt werden. Da bin ich ganz weg. Das heißt aber auch, dass ich also vorsichtiger formuliere. Wahrscheinlich habe ich damals bei Ihnen unvorsichtiger formuliert, als ich es heute getan habe. Und darum sah ich dann die Notwendigkeit, das und das anzupassen. Aber jetzt glaube ich, bis auf das ein oder andere M&E oder die eine oder andere Wiederholungsschleife, sehe ich jetzt nichts, was ich nicht freigeben könnte. Wir haben vorhin über Ihre Sicht auf Wahrheit gesprochen. Wie stehen Sie zur Lüge? Das ist eine gute Frage. Ein Gedicht von Theodor Fontane geht irgendwie mit Reue und mit Treue, und dann kommt eine Zeile: Doch weil Wahrheit eine Perle, wirft sie auch nicht vor die Säue. So, das zur Wahrheit. Man kann nicht unter allen Umständen die Wahrheit sagen. Wenn ich ein Arzt bin, der einem Patienten eine doch schlechte Nachricht hinterbringen muss, werde ich die auf eine Weise hinterbringen, die zur psychischen Verfassung und zur Aufnahmefähigkeit des Patienten passt. Wenn ich jemanden habe, der mit einer Aufgabe vollständig überfordert ist, dann werde ich versuchen, dass ich ihn aus der Aufgabe da entferne, aber ihn jetzt nicht durch meine Aussagen da total verletze, wenn man sagen, ja, das war schon ganz ordentlich, aber ich hatte mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Und dann ist man so. Das heißt,
die Welt würde stillstehen, wenn man sich ständig Wahrheiten an den Kopf werfen würde. Das soziale Gleitmittel der Gesellschaft ist der gekonnte Umgang mit einer gewissen Unschärfe und auch einem gewissen Schönfärben. Und da ist der Übergang zur Lüge gleitend. Ich glaube an das kategorische Lügenverbot. Das heißt nicht, dass man alles sagt, was man denkt, sondern dass man auch mal schweigt. Können Sie verstehen, dass ich im Zusammenhalt mit Menschen, denen Wahrheit nicht so wichtig ist, oder das ehrlich zu sein, meine ich, dass ich da meine Schwierigkeiten habe? Kann ich mir vorstellen. Ich persönlich kann auch mit Menschen nicht umgehen, welche mutwillig lügen. Ich hatte einige Male in meiner Berufslaufbahn leitende Mitarbeiter, die mir in einem wesentlichen Punkt die Unwahrheit sagten, war jedes Mal die sofortige Kündigung die Folge, weil da war die Vertrauensbasis weg und dann geht es nicht mehr. Und wer in dieser Sache lügt, wird auch in einer anderen lügen. Jetzt ist aber die Stunde allmählich. Ja, ist rum. Was würden Sie sagen, was verstehen Menschen an Ihnen falsch? Also erstmal gibt es nicht Menschen, sondern es gibt Menschen, die haben meine Bücher gelesen und Menschen, die haben meine Bücher nicht gelesen. Und Menschen, die meine Bücher nicht gelesen haben, haben das gelesen, was irgendein Zeitungsschreiber, der es auch nicht gelesen hat, darüber geschrieben hat. Insofern kämpft man natürlich, das geht nicht nur mir so, das geht vielen so, letztlich immer dagegen an, dass in der Öffentlichkeit einfach ein falsches Bild vermittelt wird. So. Bei Menschen, die jetzt meine Bücher gelesen haben, muss ich, oder die meine Argumente kennen, muss ich dann ins Detail gehen, um zu schauen, worum es geht. Und dann stelle ich fest, sehr häufig, was Menschen dazu führt, dass sie sich über mich ärgern oder meine Aussagen ablehnen, das ist nicht der Inhalt, den können Sie gar nicht widerlegen, sondern das ist die Art der Fragestellung. Würden Sie sagen, dass Sie Fans haben? Ja. Hat der massenhafte Zuspruch, der auf Sie zukam, nach den Thesen, die Sie veröffentlicht haben, gut getan? Ja, man muss hier also ausreichend Distanz von sich selbst haben. Ich habe ja Politik da jahrzehntelang im der Nahumfeld beobachten können und ich weiß auch, was der Polarisierung ist. Sie kennen vielleicht noch den ehemaligen CSU-Politiker Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß war in den Umfragen in Deutschland immer sehr unbeliebt. Aber wenn man dann die Umfragen austeilte, dann merkte man, er hatte eine ganz starke Fangruppe und hatte eine auch relativ starke Gruppe, die ihn ablehnte. Aber es gab fast keinen, der nicht zu Franz Josef Strauß eine Meinung hatte. So. Und ein bisschen ging es mir auch so. Ich meine, ich war ja als Berliner Finanzsenator, hatte ich zwar einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch bundesweit, weil dann viele Menschen schauten auf Berlin, was hier geschah, was ich hier so trieb, und gab auch die eine oder andere Diskussion und so. Aber letztlich kam es dann erst, damit Deutschland schafft sich ab. Da war es so, dass viele sich in ihren Sorgen entdeckten. Ich bekam also Zehntausende von Leserbriefen in wenigen Monaten, die ich gar nicht alle selber gelesen habe, bis heute nicht. Ich habe sie lesen lassen, weil ich das gar nicht geschafft hätte, weil es auch eine Überforderung war. Und es gab natürlich auch viele, die letztlich
ihre Abneigung auf mich projizierten, und zwar vor allen Dingen aus jener Gruppe von Menschen, die sagen, dass also kulturelle Hintergründe eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, dass alle Menschen mehr oder weniger gleich sind und dass Deutschland genauso gut funktionieren würde, wenn hier nur Menschen aus dem Nahen Osten oder aus Afrika leben würden, wie wenn hier Europäer leben. Und denen passte meine ganze Denkrichtung einfach nicht in das Grundschema, mit der sie die Welt betrachteten. Wir sehen ja jetzt eine gewisse Parallele mit den eingefleischten Pazifisten, insbesondere in der SPD und dem Überfall auf die Ukraine. Man sieht immer, welche Zahnschmerzen einer der Fraktionsvorsitzende Mützenich der SPD hat, wenn es um Waffenlieferungen geht und so ähnlich. Er kann nichts sagen, aber es passt ihm nicht in den Kram. So, und so war es auch. Und dann ist es am einfachsten, wenn einem eine Sache nicht in den Kram passt, diejenigen, der eine unwillkommene Botschaft da vermittelt, dann ins Eck zu stellen. Und natürlich viele andere Fans sahen hier, dass endlich mal Dinge, die sie auch besorgten, das zu einem öffentlichen Thema gemacht wurden. Das hat natürlich Begeisterung ausgelohnt, dass dabei viele sich auch äußern, mit dem man jetzt lieber nicht zusammen gesehen wird. Das ist leider auch so. Sind Sie rechts? Ich lehne die also Kategorie links oder rechts an sich grundsätzlich ab. Ich bin also problemorientiert. Ich bin insoweit konservativ, als ich glaube, dass der kulturelle und ethnische Hintergrund von Menschen einen Einfluss hat, der weit unterschätzt wird. Und ich glaube auch, dass wenn man Kulturen und ethnische Herkünfte dazu schnell mischt und auf die falsche Art mischt, dass dies zu gewaltigen Spannungen führen kann. Sind Sie nationalistisch? Nein, ich nach der Liebe natürlich Deutschland, so wie der Brite sein Vaterland liebt. Ich bin in der deutschen Niederlage und in den deutschen Trümmerfeldern aufgewachsen. Ich freue mich, dass also Deutschland wirtschaftlich erfolgreich war. Ich glaube, dass das deutsche Volk über die Jahrhunderte hinweg nach der große kulturelle Beiträge geleistet hat. Und ich möchte natürlich, dass ein gewisses Deutschland, was auch aus Deutschland erkennbar ist, auch künftig weiterlebt, so wie das die Franzosen für ihr Land wollen und jetzt die Ukrainer für ihr Land ebenfalls wollen. Die Übergänge im nationalen Denken gibt es gleitende Übergänge und muss sich natürlich immer selber prüfen, dass man dort einen vernünftigen Mittelweg geht. Es muss ja auch etwas ernüchternd gewesen sein für Sie in Zeiten von Corona, dass die Polarisierung, die durch Ihre Thesen immer wieder hervorgerufen wurde, dass die nicht so sehr funktioniert hat. Also das Thema Islam oder das Thema Migration? Ich möchte gar nicht polarisieren, liegt mir fern zu polarisieren. Wie haben Sie die Zeit während Corona erlebt? Die Zeit bei Corona habe ich erlebt hier zu Hause unter Beachtung der Lockdowns und unter starker Einschränkung meiner unterschiedlichen Formen von Geselligkeit, wie das auch richtig war. So habe ich Corona erlebt. Und die Stimmung im Land?
Die Stimmung im Land, die bekam ich ja gar nicht mit, weil ich nur mit nur wenig Leuten gesprochen habe. Szenarien der sogenannten Querdenker oder der Corona-Leugner habe ich äußerst distanziert gegenübergestellt. So wie ich an das Thema Islam evidenzbasiert rangehe, gehe ich genauso an das Thema Pandemie und ob eine Impfung hilft oder nicht, gehe ich ebenfalls evidenzbasiert ran. Woher kommt Ihre brutale Nüchternheit? Überall da, wo Sie Erfolg haben wollen, müssen Sie brutal nüchtern sein. Sonst haben Sie keinen Erfolg. Und in Ihrem eigenen beruflichen Leben, das können Sie selber nachprüfen, müssen Sie ebenfalls brutal nüchtern sein. Wenn ich mich frage, ist die Seminararbeit so, dass ich dafür die erhoffte 2 oder 2 plus bekomme, dann muss ich mein Arbeitsprodukt, ehe ich es abgebe, mir brutal nüchtern anschauen. Wenn ich die Frage ist, kann diese Dissertation, kann das so laufen, muss ich brutal nüchtern mir angucken, ob ich nicht irgendwo plagiiert habe. Jeder Verkäufer muss brutal nüchtern schauen, wie sein Produkt ankommt. Und darum, wenn ich etwas analysiere und damit Erfolg haben will, muss ich es also brutal nüchtern betrachten. Was sagen Sie zu dem Satz von Goethe, der sagt, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern die messbare Seite der Welt? Damit hat er völlig recht. Damit hat er völlig recht, weil Zahlen haben ja keinen absoluten Wert. Zahlen fassen immer unter bestimmten Fragestellungen der Erkenntnisse zusammen. Um jetzt beispielsweise bei dem Fall zu bleiben, nehmen wir einen PISA-Test. Unter 400 bedeutet, dass der getestete Schüler nicht die fachlichen Voraussetzungen hat, um eine normale Berufslehre zu beginnen. Über 600 bedeutet, er könnte Mathematik oder Ingenieurwissenschaften studieren. Und wenn ich jetzt sehe, dass diese Eckpunkte, dass bestimmte Gruppen oben stark vertreten sind und unten schwach und bestimmte andere Gruppen unten stark und oben schwach, dann ist das hart für diejenigen, die das so nicht wahrhaben will, aber es ist da brutal nüchtern. Aber das Kind, also türkischer Migranten, was im PISA-Test mit 15 Jahren mit 630 im Fach Mathematik abschneidet, kann wunderbar Ingenieurwissenschaften studieren an der Technischen Hochschule. Und der Sohn eines deutschen Arztes, der ein bisschen minder bemittelt ist und am unteren Ende rumkrebst, kann eben froh sein, wenn er eine einfach zu bewältigende Lehre packt, falls der Vater unterstützt. Das heißt, und das ist ja der Punkt, die Bildungsleistung und die berufliche Leistung sortiert in einer Marktwirtschaft, da die Menschen brutal. Und darum sind ja diese Unterschiede in den Bildungsergebnissen auch so dramatisch dafür die Gruppen, die jetzt da nicht so gut abschneiden. Nicht für den Einzelnen. Für den Einzelnen gilt immer, für mich ist nicht entscheidend, wo ist die Gruppe. Für mich ist entscheidend, wo bin ich. Das ist auch entscheidend für den einzelnen Schüler, Studenten oder sonst irgendwo. Es ist immer die Frage, wo stehe ich? Nicht, wo stehen die, die dieselbe Herkunft haben oder dieselbe Haarfarbe haben oder sonst irgendwas. Sondern es kommt darauf an, was ich kann und was ich nicht kann. Und das müsste stärker in die Köpfe rein. Was halten Sie von der These aus der kritischen Theorie, die besagt, dass die Aufklärung mit ein Faktor war dafür, dass es zum Nationalsozialismus kam? Also dass man Menschen nach ihrer Nützlichkeit bewertet und dadurch sozusagen durch diese Wertigkeit einfach entscheidet, nutzlos, sehr nützlich, dass man dann so nüchtern und kalt wird, dass man in der Lage ist, Menschen auszulöschen. Also ich habe mich mit der
der kritischen Theorie in verschiedenen meiner Werke kritisch auseinandergesetzt. Man darf nicht unterschiedliche der Fragestellungen durcheinander werfen. Ich habe jetzt, als die Pandemie war, alte Unterlagen aus dem Familienarchiv da geordnet. Ich fand auch die Briefe, die mein Vater schrieb aus dem Staatsexamen an seinen Bruder. In dem Fach habe ich so abgeschnitten, in dem Fach habe ich so abgeschnitten, in dem Fach habe ich so abgeschnitten. Ich fand seine Approbationsurkunde, die Anfang 1943 erteilt wurde, vom der zuständigen Amt in Baden. Letztlich wurden natürlich Mediziner kritisch geprüft, damit nur derjenige als Mediziner auf die Patienten losgelassen wird, der dies auch kann. Und so muss dies auch sein. Und man muss dies überall so sein. Und man muss die Frage, was einer kann und für was er zugelassen wird, muss man trennen von seinem Wert als Person. Wenn Sie mal eine Herzoperation haben oder etwas anderes oder einen komplizierten Eingriff, dann sind Sie dankbar, wenn der Arzt, der das macht, durch die härtesten Prüfungen ging, eher an Sie rangelassen wird und dass er zu den Besten seines Fachs gehört. Und dasselbe verlange ich von einem Werkstattmechaniker, der meine Reifen wechselt. Der muss natürlich da die Muttern vernünftig anziehen, damit mir nicht der Reifen unterwegs abhanden kommt. Das verlangen Sie von Ihren Kollegen, sonst haben Sie hier plötzlich hinterher hier ein rauschendes Bild und das war alles vergebens, was wir heute Abend gemacht haben. Das heißt, Sie verlangen Präzision und Genauigkeit. Und letztlich werden Menschen nach dem, was sie leisten, ja am Ende in unserer Gesellschaft nicht als Menschen eingestuft, aber sie steigen danach in der Gesellschaft auf, sie gewinnen dadurch Arbeit, sie werden danach bezahlt. Und so definiert sich die Welt. Und nur durch diesen Umstand ist ja die Welt so eine viel bessere geworden, als sie das vor 300 Jahren war. Und letztlich zu behaupten, dass aus dem Umstand, dass man die Menschen in seinen Fähigkeiten sachlich betrachtet, daraus jetzt abzuleiten, dadurch käme der mangelhafte Moral des Nationalsozialismus, das ist einfach unsinnig. Und auch übergriffig. Brauchen wir Klassen? In der Gesellschaft? Wir brauchen keine Klassen in der Gesellschaft. Klassen in der Gesellschaft bilden sich immer neu heraus. Zwar nach unterschiedlichen Maßstäben. Früher war es die Familie. Heute ist es, wenn die Gesellschaft funktioniert, ist es die Bildungsleistung und ist es die berufliche Leistung. Und danach bilden sich dann auch der Unterschiede heraus. Und wir sehen auch, wenn wir jetzt Familien untersuchen, sehen wir in Lebensläufen, dass aus Arbeiterfamilien immer wieder Einzelne aufsteigen, dass aber auch aus Familien von Anwälten, Ärzten, von erfolgreichen Managern immer wieder Einzelne absteigen. Das heißt, in der Leistungsgesellschaft lösen wir die Klassen auf, aber natürlich bilden sich in der Leistungsgesellschaft auch immer wieder neue Klassen. Die Welt oder die Gesellschaft ist halt etwas, was auch in hohem Grade dynamisch ist. So wie Sie reden, das ist ja sehr trocken und trotzdem löst es so starke Gefühle aus bei Menschen. Ich fand ganz spannend, wenn das stimmt, wenn Sie das gesagt haben. Sie sollen mal auf die Frage, was Sie morgens im Spiegel erblicken, gesagt haben, ein Gesicht, dessen untere rechte Hälfte leicht herunterhängt. Ja, ist richtig. Wie kann man sowas sagen? Ich bin seit einer Operation am Ohr im Jahr 2004, der rechtzeitig leicht gelähmt. Der Fernsehzuschauer oder der jetzt am Bildschirm sitzt, wird sehen, dass mein rechtes Auge ein bisschen kleiner ist. Er wird sehen, dass meine Mimik nach der Links lebhafter ist als rechts.
Und ich habe exakt das beschrieben. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mein Gesicht und lege mir darüber Rechenschaft ab. Es ist etwas eigenartig, so damit umzugehen, also auf diese Frage so zu antworten. Es gibt auf alle Fragen viele Antworten und ich habe diese Antwort gewählt. Sind Sie eitel? Ich habe eine gewisse Auffassung von dem, was ich kann und auch von meinem Wert und auch von dem, was ich also nicht kann und von meinen Defiziten. Und ich versuche, dass meine natürliche Eitelkeit einem realistischen Blick auf mich als Person nicht im Wege steht. Sie haben für Ihre Thesen, für Ihre 5 Bücher sehr viel Applaus geerntet, aber natürlich hat es auch finanziell etwas gebracht. Was haben Sie mit dem Geld gemacht? Ich glaube, wie ich mein Geld verwalte, das ist meine Angelegenheit. Aber um das mal in der Relation zu stellen, meine Bücher haben sich in der Summe 2,3 Millionen Mal verkauft. Vergleichen Sie das mal mit den Erfolgsautoren im Bereich von Unterhaltungsromanen oder Kriminalromanen, also Dr. John Grisham, den ich sehr schätze, ich lese die meisten seiner Bücher, hat bisher 600 Millionen Bücher verkauft. Oder die der Autorin von Harry Potter, Gina Rowling hat bisher also 500 Millionen Bücher verkauft. Klar, da gibt es natürlich andere Beispiele, aber genießen Sie den Wohlstand? Sagen wir mal so, für mich hat sich an sich nichts Wesentliches geändert, weil ich habe davor in diesem Haus gewohnt und ich lebe im Prinzip unverändert so weiter, wie ich immer gelebt habe. War ich nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt zusätzliches Geld verdiente. Sie sind langweilig. Wie bitte? Sie sind langweilig. Ich bin langweilig, ja. Ja, gut. Dafür, dass ich langweilig bin, sind meine Säle immer noch ziemlich voll, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte. Aber letztlich, jeder hat seinen Stil. Und mein Stil ist die Nüchternheit. Wenn Sie meine Bücher genau lesen oder mir genau zuhören, dann sehen Sie, dass ich auch ein gerüttelt Maß von Ironie habe und letztlich die Welt immer unter dem Aspekt des Humors betrachte. Sie haben aber vielen Menschen das Lachen auch genommen. Ja gut, wer sich über mich aufregt, regt sich über mich auf. Da kann ich mir jetzt auch nicht helfen. Aber es war schon recht alarmistisch, was Sie von sich, ist ja nicht, also Humor entdecke ich in den Büchern jetzt nicht, oder? Es war überhaupt nicht alarmistisch, sondern auch da finden Sie Formulierungen, die sind durchaus humorvoll. Die Fakten, die ich bringe, geben Anlass zum Alarm. Und der Umstand, dass ich die Fakten so benannt habe, das finden dann viele alarmistisch. Es ist wie bei der Bundeswehr, der Umstand, dass die Bundeswehr letztlich sich so abgerüstet hat, dass sie gar nicht mehr verteidigungsfähig ist, darauf hinzuweisen, das empfanden bis zum 24. Februar viele als alarmistisch. Glauben Sie, wir steuern auf einen Weltkrieg zu?
Ich bin kein Prophet, aber ich glaube es weit überwiegend nicht. Weit überwiegend. Also die Aufrüstung, die Drohgebärden gehen nicht in die Richtung, dass es zu einer Eskalation kommt. Ich glaube, dass der Umstand, dass wir unsere Wehrfähigkeit wiederherstellen, eher dem Frieden dienen wird. Genauso wie der Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO wird den Frieden stärken, nicht schwächen. Und hätten wir der Ukraine, wie von ihr beantragt, schon im Jahr 2008 in die NATO aufgenommen, dann wäre Russland niemals einmarschiert. Also Sie sehen keinen Fehler beim Westen, sondern... Ich sehe Fehler überall, aber dieser Krieg wurde davon Russland anlasslos und willkürlich und zynisch vom Zaun gebrochen. Was glauben Sie, was war früher besser und was wird in Zukunft besser werden? Diese Frage ist mir zu global. Für Sie persönlich? Ja, also es war früher sicherlich besser, dass es weniger Menschen auf der Welt gab. Als ich geboren wurde, lebten auf der Welt 2,4 Milliarden Menschen. Jetzt sind es 8 Milliarden Menschen. Das hat die Welt sicherlich nicht verbessert. Also Rajasthan in Indien, den Staat, den ich besucht habe, der hatte, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sich in seiner Bevölkerungszahl seit der Unabhängigkeit Indiens verfünffacht. Indien war sicherlich ein der besseres Land, als es nur noch 600 Millionen hatte, unter vielen Aspekten. Also natürlich kann die Menschheit durch weitere technische Entdeckungen auch in Zukunft vieles verbessern. Letzte Frage. Was sollte das Internet in Bezug auf Ihre Person vergessen? Das Internet vergisst gar nichts. Man müsste überhaupt erstmal ein vernünftiges Internet herstellen. Heißt? Ja, letztlich im Internet da Diskursregeln haben und durchsetzen, die zu einem angemessenen Diskurs passen. Ich würde zum Beispiel in allen sozialen Medien die der Klarnamenpflicht einführen. Ich würde nur noch Beiträge von Leuten zulassen, die auch mit ihrem vollen Namen dahinter stehen. Ich danke vielmals, Herr Sorz. Ja. Danke. So, jetzt haben wir aber 2 Stunden, was? Ja, es sind 2 Stunden draus geworden. Ja, müssen wir doch schneiden. Grenzgänger Studios ist für mich nicht irgendeine Firma, die ich gegründet habe mit einem Freund zusammen, sondern das ist ein Traum, der jetzt wahr geworden ist. Ich möchte, wir alle möchten, dass das auch so bleibt und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir machen den Content, den wir machen. Wir sprechen mit Menschen, mit denen wir sprechen wollen. Kein Sponsor darf darauf Einfluss nehmen. Das, was wir tun, können wir nur tun, wenn wir frei sind. Und weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass das bei euch ankommt, dass ihr versteht, was wir hier tun, deshalb wünsche ich mir jetzt eure Unterstützung. Das geht einmalig und individuell, aber das geht auch langfristig. Ihr könnt zum Beispiel Mitglied unseres Kanals auf YouTube werden. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit langfristig. Schon ab 2,99 € im Monat geht's los. Es gibt da verschiedene Mitgliedschaftsstufen. Sucht euch eine aus. Wir versprechen euch qualitativen Content, ein Gegengewicht zu all dem, was gerade sonst so auf YouTube passiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt sehen werden, wie viele mitmachen, aber wir haben wirklich Großes vor und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir auf Lager haben. Vielen, vielen Dank für euren Support.